Faye so jung, so erfolgreich und das letzte Mal hier den Titel geholt. Was geht Ihnen gerade heute durch den Kopf? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich selber immer noch nicht glaube, dass ich jetzt Junior-Weltmeisterin geworden bin. Aber mein Traum ist erstmal wahr geworden, aber das ist immer noch Anfang der Schritte. Ich hoffe, dass es bald den nächsten weitergeht und ich freue mich schon drauf. Nehmen Sie unsere auch jüngeren Zuschauer mal mit, ne? Wie muss man fokussiert sein im Leben, dann Stück für Stück auch eben in diesen jungen Jahren schon so Erfolge feiern zu können? Diszipliniert und man darf einfach seinen Traum nie aufgeben und immer weitermachen, egal wie hart sein Weg ist. Wenn Sie sagen, immer weitermachen, wo sind die nächsten Ziele? Also ich habe jetzt momentan Pause von Training, weil für den WBC Junior-Weltmeisterschaftskampf habe ich wirklich sehr hart dafür gearbeitet. Habe ich momentan frei von meinem Trainer bekommen. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich weiß es noch nicht. Das muss mein Trainer und mein Promoter entscheiden. Auf welchen Kampf freuen Sie sich heute Abend am meisten? Ganz klar auf meine Jungs, Sascha Alexander, Elvia und Dila natürlich auch. Und allen Boxen natürlich auch. Ich bin mir sicher, es wird ein guter Boxkampf. Weil Sie gerade Dila sagen, glauben Sie, dass sie anknüpfen kann an ihre Erfolge? Ja, ganz klar, ja. Hanna Hansen, heute erst mit ihrem zweiten Profikampf, wenn Sie noch mal so ein bisschen in sich reingehen. Wie war das für Sie, gerade so am Anfang? Wie sehr hat man vielleicht auch Ängste vor so einem Tag? Ja, Hanna Hansen, ich habe sehr großen Respekt vor ihr, dass sie noch immer noch mit diesem Alter noch im Ring einsteigt und noch mitfightet. Für sowas habe ich einen großen Respekt dafür. Dankeschön und bis später. Ja, danke Ihnen. Ciao. Ciao.